und weiter mit unserem kleinen Projekt. Es ist dazu zu sagen, dass einige Dinge würde ich hier natürlich nicht so machen, wie ich es hier zeige. Es geht darum, einfach so Grundfunktionen darzustellen. Es geht nicht um das tolle Projekt, das wir hier zusammenstellen, sondern es geht darum, dass ihr lernt, mit bestimmten Situationen umzugehen, die einfach im normalen Zeichenalltag immer wieder auftauchen. Ein solcher Punkt wäre zum Beispiel, wenn ich hier ein Projekt soweit habe, einen Grundriss, dass mir mein Arbeitgeber dann sagt, er hätte gerne eine andere Raumhöhe oder er hätte gerne einen anderen Fußbodenaufbau in der Höhe, dann ändert sich natürlich etwas. Derzeit, rechte Maustaste, Geschosseinstellungen, arbeiten wir mit einer Höhe von 2,85. Also Erdgeschoss von 0 auf 2,85. Ich komme zum Beispiel auf die Idee, naja, ich möchte jetzt hier um 5 cm mehr haben, weil vielleicht 15 cm Fußbodenaufbau zu wenig sind, wie es derzeit eingestellt ist. Wenn ich das jetzt hier eingebe und natürlich dann auch bei den weiteren, dann stimmt natürlich im Schnitt die Sache nicht mehr. Moment. So, Schnitt. Dann wächst die Sache hier auseinander. Ich habe oben das Geschoss nochmal weggenommen. Das heißt, die Wandhöhen stimmen nicht mehr. Ich gebe mal die Ansicht, Bildschirmdarstellung, echten Linienstecken weg. Wo haben wir es? Achso, ja, genau. Schnitteinstellungen. Deswegen lasse ich mir das Zeug eigentlich ganz gerne stehen. Geschosseinstellungen. Das sieht man jetzt nicht. Geschosseinstellungen möchte ich doch gerne haben zum Zeichnen. Dann muss ich mit der Decke um 15 cm weiter runter. Das stimmt sowieso noch nicht. 15 cm wäre zu wenig gewesen. Gut. Also 20 cm Fußbodenaufbau, also mit der Oberkante 5 cm weiter runter. Hier und die Dicke der Decke wird normalerweise 20 sein. So, jetzt sieht man, was ich meine. Der Fußbodenaufbau selber, Steuerung 2, ist eher kein Problem. Wenn ich nämlich jetzt hier wieder mit Filtern suchen, aktivieren, Alt, ich nehme hier richtig das Deckenwerkzeug sofort, Alt, Klick hierauf, Kriterium hinzufügen, Schraffurtyp zum Beispiel, Fußbodenaufbau 15 cm, plus habe ich sofort alle dran. Gruppieren muss natürlich ausgeschaltet sein, damit das dann mit allen funktioniert. Das brauche ich nicht mehr. So. Grundriss und Schnitt. Eine andere Mehrschichtigkeit oder eine neue machen. Fußbodenaufbau 20 cm zum Beispiel. Okay. Im Schnitt ändert sich dann eben der Fußbodenaufbau. Jetzt müssen noch die Wände herunter. Übrigens vom Detail her ist das noch nicht richtig, dass der Fußbodenaufbau müsste praktisch vor dem Putz enden. Besser gesagt, der Putz müsste runtergehen und der Putz ist ja die Innenabdichtung des Gebäudes, die Luft, für die Luftdichtheit zuständig. Der Estrich dürfte das hier nicht berühren. Also da gibt es schon noch etwas zu überlegen, weil ich es gerade sehe. So, die Wände müssen auch 5 cm tiefer runter und um 5 cm höher werden. Das stimmt ja dann auch nicht, das kann ich auch gleich machen. So, 20 und da schiebe ich mir dann hin. Okay, ja. So, nochmal ein Grundriss. Die Wände. Und zwar vorläufig einmal alle. Also Steuerung A, alle Wände auf minus 0,2. Okay. Dann
muss ich wieder filtern. Filtern. Wandwerkzeug. Zuerst die Zwischenwände. Dieses hier. Plus alle Zwischenwände aktiviert. 5 cm mit der Oberkante rauf. 2,75. Okay. Und filtern Außenwände plus. Die haben ja eine andere Höhe, weil wir die Decke überdämmt haben. Hier gehe ich dann eben auf meinen 2,9 für die gesamte Geschosshöhe. Okay. So. Und die Decke gehört einfach weiter runter. Die gehört hier hin. Nicht ganz. Bei Zweifelsfällen lieber weiter verschieben, damit man dann den Punkt ordentlich findet. So, jetzt stimmt's. Wäre auch eine Überlegung, ob man nicht die jeweilige Decke drüber zeichnet und nicht drunter zum jeweiligen Geschoss. Also diese Decke ins Erdgeschoss, diese Decke ins Kellergeschoss. Wegen der Abzugdinge. Oh, da stimmt was nicht. Da bin ich offensichtlich noch zu hoch. Das heißt, wie groß ist diese Wand? Mit 2,70 hätte schon gestimmt. Steuerung 2, also ganz einfach. Wand, filtern, Alt-Klick auf eine Zwischenwand. Immer darauf achten, dass es blau wird, dass man es richtig erwischt. Plus 2,70. Okay. Schließen. Und jetzt müsste unser Projekt in der Höhe wieder stimmen. 20 cm Fußbodenaufbau und so weiter. So, Steuerung 2. Jetzt will ich Steuerung A. Ausgenommen. Schnitte. Ausgenommen. Kamine. Und ausgenommen die eine Ansicht noch. Brauche ich jetzt noch nicht. Steuerung C zum Kopieren. Dauert ein wenig auf meinem Rechner. So, nächstes Geschoss. Steuerung V. Wir befinden uns im ersten Geschoss. Vom 0. Geschoss lade ich es dazu. Okay. Ist eingesetzt. Schnitt. Sitzt schön drauf und eine Decke habe ich zu viel. Weil ich die mitgekopiert habe vom Keller rauf. Und oben fehlt natürlich dann eine. Okay. Gut, die eine Decke muss ich natürlich jetzt auch bei den anderen noch wegnehmen. Also hier ist sie nicht mehr, aber hier ist noch eine, die gehört weg. Da muss ich aufpassen, ich habe hier auch eine Decke. So. Und die gehört auch weg. Den Schnitt. Wäre vielleicht auch kein Fehler, einmal irgendwo einen Querschnitt durchzulegen. Rechtwinkelig auf diese Kante. Fahren wir mal. Moment, ich mache mit abgestuften. So. Nochmal. Rechtwinkelig auf diese Kante. Fahre ich hier rein. Stufe mich einfach durch. Jetzt wird man natürlich sehen,
Der Schnitt wird dann ein wenig zur Ansicht, wenn ich das dann mit rausnehme. So, das ist die Nummer 3. Wird man natürlich sehen, irgendwo habe ich es doch nicht ganz erwischt, die Sachen. 270 müsste es eigentlich schon stimmen, oder? Die Wand 280, okay, hier habe ich einen Fehler. Gut, Erdgeschoss. Also man vertut sich relativ leicht mit dieser Sache. Im Nachhinein etwas verstellen, aber es ist nicht sonderlich schwer. Also wieder. Alt-Klick auf... Nicht. Moment. So, zuerst filtern. Alt-Klick. Doch, zuerst auf die Wand. Jetzt. Plus. 2,8. Okay. Und Obergeschoss. Müssen dasselbe nochmal machen. Also Wand. Alt-Klick auf eine schöne Innenwand. Nochmal. Die Reihenfolge ist einfach wichtig. So. Plus 2,8. Okay. So, wie schaut jetzt der Schnitt 3 aus? Jetzt stimmt die Sache besser. Hier der Fußbodenaufbau in der Eingangstüre ist noch nicht ordentlich reingeführt. Besser gesagt, ich schneide ja schräg. Und hier habe ich nichts reingeführt. Das habe ich nur bei diesem Gebäude gemacht. Hier noch nicht. Also diese ganze Platte, die hier da ist. Da muss man sich noch überlegen, ob man noch nicht vielleicht Stiegenhaus Mitte reinsetzt oder ob das ein zentraler Treffpunkt der Wohnungseigentümer dann ist, wo sie gemeinsam das verwalten können, macht ein Stiegenhaus außerhalb. Man könnte überlegen, dass man die Geschosse in sich selber dreht, damit sich dieses zum Beispiel in diese Richtung zurückdrehen als Ganzes. Nur mal zeigen, was ich meine. Steuerung D. Einen schönen Drehpunkt aussuchen, der sinnvoll ist. So. Momentan ist es so drinnen offensichtlich. Jetzt drehe ich es ein wenig zurück. Warum? Zu dem komme ich noch. Nein, das war falsch. Zurück. Steuerung D. Wenn ich jetzt in etwas so zurückdrehe, die ganze Geschichte, ergäbe sich hier sozusagen ein Auflager für eine kleine Terrasse. Oder umgekehrt, ich könnte es auch drüber drehen, dann hätte ich für die untere Terrasse der unteren Wohnung das sozusagen abgedeckt. Das ist der Vorteil, wenn man es gruppiert hat. Solche Änderungen werden dann relativ leicht. Strang 3. Natürlich mit den gesamten Problemen, die sich bauphysikalisch dann hier ergeben, mit den Abdichtungen, mit Dachflächen und so weiter. Aber es würde wahrscheinlich dann eine recht schöne Situation so ergeben. Für die Wohnung drunter, für die Wohnung drüber. Die könnte man auch noch hinten kippen, die gesamte und so weiter. Dass das Ganze ein bisschen ziseliert ist. Bauphysikalischer Blödsinn, da sollte man ja immer wieder eine durchgehende Kubatur schaffen. Aber warum nicht? Gut, einmal bis hierher.